Hi ihr Lieben, in diesem Video soll es um toxische Beziehungen, toxische Menschen gehen. Menschen, die einen klein halten wollen und bei denen man das Gefühl hat, dass man auch klein ist und dass man sich quasi in der Umgebung von denen selbst klein hält, durch die Art und Weise, wie sie mit einem umgehen. Wenn du eine toxische Verbindung zu einem Menschen führst, dann ist nicht nur eure Verbindung toxisch und nimmt dir Lebensqualität, sondern du wirst höchstwahrscheinlich Dinge, die diese Person über dich sagt oder Art und Weisen, wie sie mit dir umgeht, auf dich mit der Zeit übertragen und mit dir ähnlich umgehen, weil wir alle in uns so eine Art inneren Zuschauer drin haben, der ein Abklatsch ist von den Personen, die uns umgeben, damit wir quasi in der Gruppe gemocht werden, denn wir können durch diesen inneren Zuschauer unser Handeln reflektieren und dadurch schon so ein bisschen gucken, wie wird es ankommen, wenn ich bestimmte Dinge mache oder sage oder was auch immer. Toxische Menschen sind etwas, was man eigentlich sofort erkennt, meiner Meinung nach. Es ist natürlich super schwer, wenn diese toxischen Menschen zur Familie gehören und man mit ihnen aufgewachsen ist. Dennoch schwingt, glaube ich, immer im Kontakt mit diesen Menschen, auch wenn sie zur Familie gehören, das Gefühl mit, dass sie einem nicht gut tun. Und das Gefühl mit, dass man von ihnen nicht das erhält, was man sich unter einer zwischenmenschlichen Beziehung vorstellt, so dass diese Beziehung mehr Wert im eigenen Leben bringt. Und ich, von meiner Persönlichkeit her, glaube ich, bin da sehr, sehr intolerant, weil ich sehr einzelgängerisch, sagt man das so, veranlagt bin und sehr gut alleine klarkommen kann und dementsprechend nicht das Gefühl habe, dass ich andere Menschen unbedingt in mein Leben lassen muss. Auch wenn sie, wie gesagt, zur Familie gehören und immer schon da waren. Sobald ich merke, Kosten, Nutzen stimmen einfach nicht mehr, dann möchte ich diesen Kontakt zu diesen Menschen nicht mehr halten. Ich persönlich habe eine ganz, ganz geringe Hemmschwelle und die empfehle ich wirklich jedem, Menschen, die einem nicht gut tun, aus dem eigenen Leben rauszuschmeißen bzw. den Kontakt auf ein Minimum runterzufahren. Und auf welche Art und Weise du das machst, ist ziemlich egal. Weil im Prinzip geht es um dich. So. Und du bist sowieso schon super belastet durch diesen Kontakt zu dieser Person, der einfach giftig und toxisch für dich ist. Und dementsprechend musst du nicht auch noch, was du wahrscheinlich eh schon von der Persönlichkeit her bist, weil sonst würdest du dieses Video nicht gucken, du musst nicht auch noch dann diejenige sein, die ganz super fair das Ganze macht und so möglichst so sanft, dass der andere da keine negativen Gefühle hat oder so. Du bist schon belastet genug durch diese Person in deinem Leben und du musst dich jetzt nicht auch noch zusätzlich darum kümmern, dass sie sich gut fühlt. So, und du musst in erster Linie vor allen Dingen kein schlechtes Gewissen haben, weil es geht um deine Lebensqualität, ja? Und solange es um deine Lebensqualität geht, solltest du dir davon niemandem reinreden lassen. Egal, ob das deine Mutter ist, deine Oma ist, deine Schwester ist oder irgendwelche anderen Menschen in deinem Leben, die du irgendwann mal deinem Leben hinzugefügt hast, weil du dachtest, die tun dir gut. Oder die einfach von selbst in dein Leben gekommen sind und sich festgebissen haben wie so eine Zecke. Entschuldigung, ist doch so. Ich finde, wir sollten alle mehr diskriminierend sein den Menschen gegenüber, die wir in unser Leben lassen und die wir auch weiterhin in unserem Leben behalten. Wir sollten genauso, wie wir durch unseren materiellen Besitz durchgucken, auch durch unsere Kontakte durchgucken und gucken, was tut uns gut, was bringt uns einen Mehrwert. So, und da kann man ja jetzt zum Beispiel sagen, so, ja, aber die andere Person und die Gefühle von der und die ist ja dann vielleicht erstmal alleine und so.
Ja, aber soll sie doch mit jemand anderem glücklich werden, der sie wirklich wertschätzt und nicht nur jemand, der aus Nettigkeit Kontakt mit dieser Person hat. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollen wir uns denn da beugen, nur weil sie entweder von Anfang an in unserem Leben drin war oder wir sie irgendwann einmal hinzugefügt haben und sie uns jetzt nicht mehr gut tut? Wozu? Du hast jedes Recht der Welt, Menschen, die dir nicht gut tun, aus deinem Leben zu entfernen oder den Kontakt so weit runterzuschrauben, dass du das Gefühl hast, es belastet dich nicht mehr. Ja? Das ist dein gutes Recht, weil hier geht es um dich. In deinem Leben geht es hier um dich. Das ist mir super wichtig, dass du das spürst. Nicht nur verstehst, sondern auch spürst. Ja. Es gibt so viele tolle Menschen auf dieser Welt. So viele tolle Menschen, die diesen Platz, der blockiert ist durch diese Person, die dir nicht gut tut, einnehmen können und einnehmen werden, wenn du diesen Platz frei machst. Unsere Zeit ist begrenzt. Meine Zeit ist begrenzt, mich mit Menschen in meinem Leben zu beschäftigen, und deine Zeit ist auch begrenzt. Und auch wenn du das gerade, und auch wenn du gerade das Gefühl hast, ja, aber das ist die eine der wenigen Personen in meinem Leben, und wenn ich die jetzt rausschubse aus meinem Leben, dann bin ich erstmal ganz alleine. Ja, das mag sein, aber es ist besser, alleine zu sein, als mit jemandem zusammen zu sein, der giftig für einen ist und der einem schlechte Emotionen macht. Ja, das Gefühl, alleine zu sein, wenn du das hast, dann ist das nicht so schlimm, wie das Gefühl, dich klein halten zu müssen und das Gefühl, nicht selbstbestimmt zu sein. Ja? Und generell dein Denken bestimmt, wie du dich fühlst. Wenn du diese Person aus deinem Leben schubst und du dann alleine bist, dann kann es sein, dass dir Gedanken aufkommen wie, ich werde, glaube ich, nie jemanden finden, der mich versteht oder der in dieser Art und Weise, wie ich es mir wünsche, mit mir umgehen wird. Und dadurch erzeugst du dir selbst negative Emotionen. Durch dieses Denken. Es ist das Denken. Jemand anders, oder auch von mir aus du selbst, in einer de anderen Denkweise fühlt sich anders. Wenn du dir jeden Tag sagst, nachdem du diese Person aus deinem Leben geschubst hast, jetzt ist ein Platz frei und dieser Platz in meinem Leben wird wieder besetzt werden, weil ich ein ganz, ganz toller Mensch bin und weil ich unglaublich viele Dinge zu geben habe. Und es wird ein Mensch an die Stelle von diesem anderen Menschen treten, der wert zu schätzen weiß, was ich zu geben habe und es nicht versucht, von mir zu reißen und für sich zu behalten oder mich zu verändern, sondern mich einfach so liebt, wie ich bin, bedingungslos lieb, wie ich bin. Ohne mit mir irgendwie zu diskutieren, zu schreiten über die Art und Weise, wie ich bin oder mich schlecht zu machen. Einfach nur da ist und mich liebt. Ja. Ich weiß, dass es schwer ist, aber es ist wichtig. Mach's für dich.